Ernsthaft? Ich wollte nur wissen, was das ist. Nimm Ferdi. Noch mehr Ferdis. Und die Maus switcht permanent raus, wenn ich. Gott, habe ich mich gerade erschrocken. Alter. Das kannst du nicht mit mir machen, Mädel. Please stop wandering around. It isn't good. Okay, also wir sollen aufhören herumzulaufen, weil das nicht gut ist. I thought I asked you to throw a Charlotte's thing away. So much clutter. It's as if she is still here. Okay, also die Person hat wohl gedacht, sie hätte uns irgendwie gesagt, wir sollten Charlottes Ding wegschmeißen. Und es ist wohl so, als wäre sie hier. Oder als wäre sie immer noch hier. Ach nee, das sollen wir jetzt zu der Person sagen. Okay, da, also wir haben auch Auswahlmöglichkeiten, was wir sagen, was wir antworten. Well, really, I can't very well throw them out. They belong to the owner after all. Diese Geräusche. I'd put them away as you asked, but someone keeps replacing them. Okay. Also. Sie kann sie nicht wirklich nach draußen schmeißen, weil sie gehören ja immer noch dem Besitzer, ne? Nach all dem. Und sie hat es halt weggelegt, so wie ich es wollte. Aber irgendjemand hat das wohl zurückgelegt. Okay, also ich möchte mit John reden und frage halt, wo er ist. Oder I want to be able to move around this house freely. Why are the doors locked? Ich würde ganz gerne frei mich durch das Haus bewegen und frage, wieso die Türen alle gelockt sind. If I had less opposition from you and John and more society and stimulus, I'm sure my condition would improve. Okay. Ich bin mir nicht sicher, was das heißen soll. Irgendwas mit unserer Kondition, dass die steigt? Keine Ahnung. Ich würde gerne frei rumlaufen. Für meine eigene Sicherheit. Deswegen sind die Türen zu. Okay, wo ist John? He's in his studio, but you must go to your room and rest. You mustn't exhaust yourself, dear Jane. Okay, also er ist halt in seinem Raum und ja, wir sollen uns halt hinlegen in unserem Raum und schlafen. So, und was sagst du hier? John ist ein Physikchen oder Physischchen, ich habe keine Ahnung, wie man das Wort ausspricht im Englischen. Of high standing and your husband, and he has assured us that there is really nothing the matter with you but temporary nervous depression. Wir haben also einen Ehemann. Okay. A slight hysterical tendency. You must follow his instructions and get well. Und ja. Scheinbar haben wir wohl eine nervöse Depression. Keine Ahnung, oder er ist halt nervös, weil wir eine Depression haben, irgendwie sowas. Ich habe keine Ahnung. Also wir sind scheinbar depressiv. Wir haben einen Ehemann namens John. Und der ist wohl hier ein Physiker. Ja. Und wir sollen halt seinen Anforderungen da gehorchen, sag ich mal. Und darauf achten, dass es uns gut geht. Okay, also unser Doktor hat gesagt, wir sollen wohl ein ruhiges Leben führen, soweit wie nur irgendwie möglich oder so. So würde ich das jetzt verstehen. Hä? Wollte gerade sagen, einfach weg. Weg da.
Da. Weg. Da. Okay. Ernsthaft? Ich wollte die gar nicht ansprechen. Das kann man wieder überhaupt nicht lesen. Das ist halt nicht so toll. Okay. Oh, ein deutscher Maler. Das kann man auch wieder lesen, aber wie ich schon gesagt habe, ich werde das jetzt nicht noch irgendwie lesen, übersetzen oder sonst was, weil hin und wieder mal ein paar Bilder ist irgendwie auch wieder doof, wenn dann bräuchte ich alle, aber weg damit. Das möchten wir hier nicht sehen. Okay. Also für meinen Raum brauchte ich zwei von diesen Knöpfen, um die Tür zu öffnen. Alter, das ist auch wieder bedeckt. Was liegt denn hier alles? Mantel und ein Hut, okay. Die hält sich wenigstens die Hände davor. Sollte vielleicht die Bilder nicht mehr anklicken, weil bringt uns eh nichts. Welche Tür? Huch! Da ist wieder mega abgehackt. Was? Alles klar. Warte, was? Frauenrechte. Okay. Ferries. Aber ich mag das Bild trotzdem nicht so wirklich. Good afternoon. Guten Abend. Oder guten Nachmittag. Wie auch immer. Hat einer von euch jemals Charlotte gesehen? Also dem Besitzer des Hauses anscheinend. Charlotte gehört wohl dieses Haus. Alles klar. Ich habe gerade nur ein Wort gelesen und gedacht, nein, möchte ich nicht weiter drauf eingehen. Abgesehen davon habe ich es eh nicht wirklich verstanden. So. Das. Ich brauche eigentlich mal Englischunterricht. Vernünftigen Englischunterricht. Naja, egal. Wen es interessiert, da kann es durchlesen. Ich werde mal da versuchen, das Spiel ohne diese ganzen Texte zu lesen. Einmal durchspielen. Das meine ich mit dem abgehackt. Klopft das gerade im Spiel oder klopft das gerade bei mir? Schulterblatt hat gerade gejuckt, es tut mir leid. Alter. Es wäre so viel zum Lesen, ne? Oh.
Bett? Alles klar. Huch. Spiel, du hast keine geheimen Möglichkeiten eingebaut, dass ich hier irgendetwas einstellen kann, dass ich die Sachen lesen kann. Also nerv mich doch nicht mit diesen Texten. Ich kann halt nicht mal laufen. Nee, die Tür war das tatsächlich nicht. Oh. Da steht jemand. Mrs. Kate Douglas Wiggin. Was kann ich dir nun fragen? Ich habe vier Fragen. Ich sag einfach irgendwas. Okay. Tschüss. Hier ist noch eine Tür. Die ich, glaube ich, nicht rein kann. In die ich rein kann. Beziehungsweise durch die ich halt durch kann. Geh auf. Manu. Also weiß ist anscheinend eine Tür zu öffnen. Ach, wir sind wieder hier am Anfang, ne? Ja. Und rot ist, um eine Tür zu schließen. Let me out, was? Brennt Licht. Ja, okay, das ist also das Teil für unser Zimmer. Okay. Da tut sich nichts. Also nach wie vor nichts, meine ich. Aha. Man kommt also auch so in dieses Zimmer hier rein. Das tut sich wahrscheinlich nicht, weil es schon offen. Na dann. Warte mal, sollte ich mich nicht in mein Zimmer hinlegen zum Schlafen? Wieso habe ich kein Bett auf diesem Zimmer? Soll ich denn schlafen?